Hallo, willkommen beim nächsten Talk. Ich bin Thorsten. Hallo Maja. Genau, es geht um die UX-Usability-Probleme beim neuen Blog-Editor, Codename Gutenberg, den ihr bestimmt alle schon mal ausprobiert habt und den ihr anscheinend auch, wie ich, mit gemischten Gefühlen betrachtet. Und ja, ich habe ein paar Merkwürdigkeiten mitgebracht, die ich euch heute einmal vorstellen möchte. Das erste ist mir zufällig passiert. Ich habe einen Spaltenblock per Drag and Drop durch die Gegend ziehen wollen und bin dann versehentlich in dem Spaltenblock selbst gelandet, also in der zweiten Spalte, und habe den versehentlich da losgelassen. Und dann habe ich mal aufgezeichnet, was dann passiert. Die wirr umher flitzende Maus liegt daran, dass ich mit Gutenberg noch ein bisschen suchen musste, wo ich wann, wie, was sehe. Das Teil des Problems ist bei Gutenberg. Also jetzt habe ich einen Absatz eingestellt. Das scheint irgendwie notwendig zu sein, damit das Problem auftritt. Jetzt kommt der Spaltenblock dazu und wupp, wir kriegen eine Fehlermeldung. Und egal, was ich jetzt klicke, ich kann mir auch die Fehlermeldung kopieren, aber mehr passiert da nicht und der ganze Block ist quasi jetzt kaputt, der ganze Editor ist kaputt, ich kann gar nichts machen. Also wenn bis dahin irgendwas noch nicht gespeichert wurde, ist es jetzt weg. Ich kann jetzt die Seite neu laden und lande da, wo ich quasi angefangen hatte. War nicht so schön, als mir das passiert ist. Es war nämlich noch nicht gespeichert, was ich geschrieben hatte. Und das war quasi mein Startpunkt, wo ich dachte, es ist nicht das Einzige, was mich nervt, als ich angefangen habe, ihn zu benutzen. Und ich würde ihn ja gerne benutzen, aber da kommen halt immer wieder Sachen. Dieser Bug ist übrigens inzwischen gefixt, allerdings in Gutenberg, dem Plugin in Version 5.2. Und wenn ich richtig informiert bin, dann kommt die neue Gutenberg-Version erst mit WordPress 5.2. So, das nächste ist mehr so quasi eine Information über die internen Abläufe von dem Markup, der da benutzt wird. Ich habe mich gewundert, warum dieser Abstandshalter, es gibt einen Abstandshalter-Block und der hat halt die Einstellung hier, dass er mindestens 20 Pixel hat und in 10er Steps geht. Ich wunderte mich, also ich kenne das ja von dieses Element kennt man ja, aber mir war nicht im Klaren, weil es auch nirgendwo steht, dass das in 10er Schritten passiert. Und ich hatte 20 eingestellt, indem ich es eingetippt hatte, klickte auf den Pfeil nach unten und wunderte mich, warum nichts passiert. Bis ich irgendwann auf die Idee kam, mal mir das Markup anzugucken und zu sagen, ach so, das sind 10er-Schritte. Etwas, was, ja, weiß nicht, vielleicht erwähnt man es dann nochmal oder so. Ich habe eine Weile gebraucht, um das zu verstehen. Und ja, jetzt kommen wir noch zu mehr Verrücktheiten bei Gutenberg im Workflow. Also wenn ich zum Beispiel ein PDF, irgendwie hat man ja häufiger mal, weiß ich nicht, der Grafiker will sein Portfolio als PDF anbieten, eine Preisliste oder so. Das ist jetzt kein ungewöhnlicher Fall, dass ich eine PDF verlinken möchte. Aber wie komme ich an den PDF-Link aus der Mediathek? Und es gibt den File-Block. Dann kann ich den File-Block, dann wähle ich in der Mediathek aus, welche Datei. Und dann taucht er auf, aber ich will vielleicht gar nicht so einen Button haben, sondern ich will erstmal nur den Link haben. Dann kann ich mir also jetzt hier mit Copy-URL den PDF-Link kopieren, um ihn dann irgendwo einzubinden. Also ich muss ja irgendwie an diese Mediathek rankommen. Das war früher irgendwie einfacher gelöst. Und jetzt muss ich also irgendwelche komischen, ich muss also entweder irgendwie ein Bild einbauen oder eben diesen File-Block einbauen, nur um diesen Link zu kommen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch geschicktere Möglichkeiten geben würde, das zu lösen. Das ist so eine Sache, wo ich nicht verstehe, warum sie nicht mehr geht. Im Classic Editor konnte man
eine E-Mail-Adresse kopieren. Also in dem Moment ist Mail, Ad etc. An der Zwischenablage. Und wenn ich dann auf den aufs Link-Icon klicke, dann macht er nicht nur den Link rein, sondern packt auch das Mail-To davor. Das funktioniert aber in den Blog-Editor nicht mehr. Ich habe also jetzt hier quasi den gleichen Workflow gemacht. Ich habe die E-Mail-Adresse kopiert, die ist also in der Zwischenablage. Ich klicke wieder auf den Icon, den Link-Icon, aber hier passiert nichts mehr. Musst du noch nicht mehr in der Zwischenablage sein, sagst du? Ah, und ja, das geht aber nicht mehr. Ja. Per Paste, ist es dann mit Mail-To oder auch nicht? Nee, das Mail-To musst du selber tippen. Versteht auch das nicht. Nee, das ja, genau. Es gibt die Möglichkeit, dass Blöcke kaputt gehen, was auf der einen Seite nicht so problematisch ist, weil das HTML ja immer noch da ist. Das ist quasi gerendert, wird so im Post-Content gespeichert. Ich weiß nicht immer, Ralf, wie ich sehe schon den Kopf schütteln. Aber wenn es kaputt geht, dann bietet uns Gutenberg diese wunderbare Möglichkeit. Ich kann es in HTML umwandeln oder in Blöcke umwandeln, weil ein unerwarteter, ungültiger Inhalt entstanden ist. So, und egal, was ich jetzt klicke, ich lande in jedem Fall beim HTML, der sich auch nicht wieder in einen Block zurückverwandeln lässt. Und ich den Block, in diesem Fall jetzt einen Button, neu anlegen muss. Also auch da ist mir irgendwie der Workflow nicht so ganz klar, wozu, warum, was kann ich hier wählen, wenn ich am Ende immer HTML kriege und das auch sich nicht in einen Block umwandeln lässt. Das ist ein Gedanke, den ich sehr häufig hatte, als ich Gutenberg benutzt habe. Wo zur Hölle ist mein Anfasser zum Beispiel? Oder wo zur Hölle ist jetzt das, was ich gerade machen möchte? Ich hatte auf Twitter eine Idee, dass ich ein Spiel spiele. Ich rufe euch ein Feature rein und ihr müsst raten, ob es jetzt quasi direkt an dem Element die Möglichkeit bietet, sie einzustellen oder ob es rechts in der Sidebar einzustellen ist. Am meisten geärgert mich das immer bei der Überschrift, weil eigentlich alle anderen Inline- oder Block-Elemente lassen sich über das Symbol oder dieses Symbol zentrieren, nur über die Headline, also nur über die Überschriften, die nicht. Die muss man in der Sidebar zentrieren. Und wenn man irgendwie etwas macht, was man immer wieder den gleichen Mausweg hat und dann muss man plötzlich sich umgewöhnen und woanders hin, ich verstehe es nicht, warum man das so gelöst hat. Und genau, wer sich schon mal gefragt hat, wo die Custom Field Anzeige geblieben ist oder andere Dinge, die wir früher über das rechts oben gab es immer diese Lasche, auf der stand Ansicht anpassen und da konnte man Dinge ausblenden, die man nicht brauchte. Wenn man keine Diskussionen, also keine Kommentare aktiv hatte, konnte man ja den ganzen Bereich ausblenden, das Ganze ein bisschen übersichtlicher machen. Wer sich mal gefragt hat, wo man das wieder konfigurieren kann. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich es gefunden habe. Also man muss auf diese drei unscheinbaren Punkte klicken und bekommt dann diese Ansicht, um dann unten auf das Options zu klicken und dann kommt ein Modal, wo ich dann diese Sachen anhaken und aushaken kann. Ein bisschen versteckt und es war ja schon vorher mit dem Ansicht anpassen für viele schon versteckt, aber jetzt haben sie es quasi noch mehr versteckt. Genau, wo ist der Anfasser? Das ist etwas, was ich mich ganz häufig frage. Als Vorschlag, man nehme einen kleines Browserfenster auf einem also kleiner Monitor, kleiner Rechner vielleicht, hat ein Mehrspaltendesign und versucht jetzt, den Inhalt einer Spalte woanders hinzuziehen. Also der Inhalt ist in einer Spalte, was also den Content nochmal kleiner macht, weil man jetzt ein Zwei-Spalten-Layout oder Mehrspalten-Layout hat. Und ich bin dazu übergegangen, mit Tab durch die Elemente hindurch zu tabben, damit ich die entsprechenden
Overlay-Elemente besser sehen kann, weil ich nicht verstehe, wo ich meine Maus genau hin positionieren muss, um den Anfasser zu kriegen, um etwas zum Beispiel per Drag and Drop dann wegzubewegen. Also es ist selbst für einen Sehenden extrem schwer, also, und wenn ich mir vorstelle, wie mein Vater seine Maus bedient, dann glaube ich, ist es unmöglich, für ihn irgendetwas per Drag and Drop sauber und sicher zu bewegen. So. In einer Twitter-Diskussion habe ich mich gefragt, wir haben lange Jahre, gerade in Support-Foren, immer den Leuten gesagt, Page-Builder sind böse, ihr habt einen Login-Effekt, ist nicht performant. Und jetzt haben wir plötzlich diese 180-Grad-Kehrtwende und haben die mit Gutenberg ein Element, das unendlich viele Blöcke registriert, unendlich viele CSS da reinwirft, unendlich viel JavaScript lädt. Es wird also langsam, vieles wird geladen, was gar nicht genutzt wird. Und wir haben eigentlich keine Möglichkeit, von custom-made Blocks zu anderen Custom-Made-Blocks rüberzukommen. Also wenn ihr euch einmal für eine Gutenberg-Block-Sammlung entschieden habt, da gibt es ja diverse irgendwie Co-Blocks, Stackable, Ultimate, Gutenberg-Blocks oder so, da gibt es ja diverse Sammlungen und dann habt ihr jetzt, 300 Seiten mit den Buttons dieser Block-Sammlung gebaut und entscheidet euch dann, dass ihr einen anderen Button-Block benutzen wollt, dann werdet ihr entweder ein Wochenende lang sehr viel Spaß haben, das alles umzubauen, weil es gibt halt keine Datenportabilität zwischen Blocks. Also ich kann nicht mal eben von einem Block zu einem anderen Block wechseln. Und damit haben wir eigentlich genau den Login-Effekt, den wir den Multipurpose-Themes von diversen Marktplätzen, die wir nicht nennen sollen, immer vorgeworfen haben und ein ähnliches Problem eben bei der Performance. Also ne, Datenportabilität fehlt und wir haben womöglich viel Bloat, dadurch, dass alles geladen wird. Immerhin gibt es für das Performance-Problem jetzt einen Ansatz. Da ist jetzt in der neuen Version 5.3 von Gutenberg, glaube ich, der Block-Manager. Oder ist es nur eine Idee? Oder ist es schon drin? Ist schon drin, genau. Dann, genau, in der 5.3er ist jetzt der Blockmanager, da kann man quasi die Blöcke einzeln ausschalten, die man eh nicht benutzt. Also ich weiß, es gibt, glaube ich, einen für Verse. Also wer keine Poesie auf seinem Blog einbinden möchte, der kann den einfach deaktivieren. Und man kann nicht nur einzelne Blöcke deaktivieren, sondern man kann auch ganze Blockgruppen, die ja existieren, eben auch komplett rausschmeißen. Das ist browserbasiert, nicht userbasiert. Ah, die Einstellung, die Frage kam jetzt auf, wo ist das gespeichert? Aber es ist quasi im Browser wird diese Einstellung gespeichert. Ah ja, okay. Ja, lass uns das vielleicht am Ende für die Diskussion aufheben. Der Punkt war, wo ist das gespeichert? Das wird anscheinend im Local Storage des Browsers gespeichert. Das heißt, nicht am User selbst. Das heißt, wenn man sich mit seinem Benutzernamen irgendwo anders an einem anderen Rechner einloggt, hätte man diese Einstellung dann nicht. Geladen werden Posten. Außer auf dem Grund ist es ja keine Performance-Frage, sondern es ist halt nur für mich bei der Auswahl der Blöcke beim Schreiben. Ja, das ist richtig. Ich werde das entsprechend in einer weiteren Version dieses Talks dann. Also, es hilft natürlich nicht bei Performance, wenn es nur ausgeblendet wird, das ist richtig. Wird dann das CSS wenigstens nicht geladen oder? Ja, dann, sonst hätten wir wirklich gar keinen Gewinn, außer ein bisschen mehr Übersichtlichkeit. Also es wird geladen, weil wenn du den Doc schon mal verwendet hast, so, dann muss er ja weiter funktionieren. Er wird nur nicht im Insert angezeigt.
Ja, okay, es ist wirklich nur die Übersichtlichkeit und ansonsten hilft uns das nicht. Dann ist es insofern schön, dass die Headline nach wie vor richtig ist. Wir haben einen Lock-in-Effekt, wir haben ein Performance-Problem. Die Aussage wenigstens stimmt. Der Block-Manager hilft uns damit also nicht. Ja, das ist kein Tippfehler, weil das nächste Problem sind Umlaute. Wer mich kennt, weiß, dass ich dazu mal vor vielen Jahren ein Ticket geschrieben, ein Core-Bug-Ticket geschrieben habe. Also es gibt insbesondere am Mac das Problem, dass wir die Normalisierungsform NFD nutzen. Das liegt an dem HFS-Plus-Dateisystem. Das ist jetzt ein bisschen sehr technisch. Was wir uns merken müssen, ist, es gibt die Möglichkeit, ein Umlaut einmal als Umlaut zu schreiben. Das ist ein Zeichen, ein Unicode-Codepunkt. So. Das ist ein, zum Beispiel, weiß nicht, das kleine Ä. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das anders zu schreiben, ein A und zwei Punkte. Das sind halt einfach zwei unterschiedliche Dinge. Das sind zwei Zeichen oder eben ein Zeichen. Schön wäre es, wenn WordPress das normalisieren würde und aus A und zwei Punkten dann ein echtes Ä machen würde, ein echtes kleines Ä. Tut es allerdings nicht. WordPress schon mal gar nicht. In Gutenberg jetzt, gut, dann WordPress, wird es wenigstens versucht, allerdings nur im Content und nur beim Einfügen. Also wenn ich einen Text habe, der aus einem A und einem zwei Punkten besteht, dann wird der normalisiert in dem Moment, wo ich ihn aus der Zwischenablage in den Content poste. Das hilft mir allerdings nicht beim Titel, wie man an der roten Unterstrich sehen kann, scheitert die Rechtschreibprüfung meines Browsers. Die Browser-Suche, wenn ich Command F drücke, funktioniert ebenso wenig. Und wie man ebenfalls sieht, die Transliteration, also aus dem Umlauten wird beim Permalink ja normalerweise dann ein, aus einem A, Ä wird ein AE, aus einem Ü wird ein UE, etc. Und diese Transliteration funktioniert nicht. Er versucht also jetzt hier die Umlaute zu benutzen, beziehungsweise in der Datenbank landet dann die URL-Maskierung und dieses CC88 ist der Unicode-Codepunkt für das Trema oder auch Diaresis. Das ist die, quasi der Name für diese freistehenden Punkte. Das heißt, wir sehen hier ein kleines U und diese Punkte, ein A und die Punkte und so speichert quasi WordPress das dann in der Datenbank. Entsprechend geht aber auch die interne WordPress-Suche kaputt. Also wenn ihr rechts oben auf Seiten oder Beiträge dann sucht und versuchen würdet, diesen Titel zu finden, dann würde das eben nicht funktionieren, weil in der Datenbank steht ja kein Umlaut, sondern das. Dementsprechend funktioniert also die WordPress-interne Suche nicht, die Rechtschreibprüfung nicht, die Browser-Suche nicht, die Transliteration nicht. Und genau, und gefixt ist halt eben nur im Content, aber nicht im Titel. Gemeldet als Bug, mal schauen, ob es irgendwann gefixt wird. So, auch immer wieder spaßig. Früher konnten wir ganz einfach im Editor umschalten zwischen Texteditor und visuellem Editor. Geht das eigentlich immer noch? Ja, geht es. Aber das muss man halt auch wieder wissen. Wir haben diese unscheinbaren drei Punkte rechts oben. Dann öffnet sich dieser große Kasten und da habe ich jetzt einen Code-Editor. Dieser Code-Editor bringt mir aber Gutenberg Source Code in Reinkultur. Das heißt, ich habe jetzt die Kommentare, die Gutenberg nutzt, um diese Blöcke zu definieren. Wenn ich da irgendeinen Fehler mache, wisst ihr, was passiert. Und da kommt ihr nicht wieder zurück. Und dann baut ihr die ganzen Blöcke nochmal. So, also ich würde den nicht empfehlen zu benutzen, weil meine Angst einfach zu groß wäre, dass ich, ach nur, also wir wissen, dass, weiß ich,
ein Semikolon vergessen und die ganze PHP-Anwendung geht kaputt. Okay, dann kommt das Semikolon dazu und jetzt läuft's. Wenn allerdings alles kaputt geht, ich würde diesen Code-Editor nicht benutzen wollen. Es gibt allerdings auch, nicht bei allen Blöcken, weil es nicht alle Blöcke unterstützen, aber es gibt die Möglichkeit, da quasi einen Block zu markieren und hier Edit as HTML zu benutzen. Dann lande ich zum Beispiel beim Absatz einfach, habe ich dann die Möglichkeit, direkt HTML einzugeben. Ich sehe nicht die Kommentare von dem Gutenberg-Blog selbst, sondern ich sehe eben nur den Inhalt des Blogs und sehe aber dann das HTML. Und der Anwendungsfall für eigengeschriebenes HTML ist ja ohnehin sehr begrenzt. Also wenn jemand, weiß nicht, eine Inline-Klasse irgendwie hinzufügen möchte oder so, dann gibt es ja auch entweder andere Möglichkeiten oder wenn es jetzt nur ein Wort betrifft, dass man, weiß ich nicht, mit einem Ironie-Tag versehen möchte oder irgendwie andere nicht spezifizierte Dinge, dann kann man eben einfach hier Edit as HTML auswählen und dann den Quellcode selbst schreiben. Mein, auch so ein Lieblingsthema von mir, es gab ja mal früher die Möglichkeit, den visuellen Editor komplett zu deaktivieren. Ist in deinem Profil gleich oben die erste Checkbox, dass ich sagen kann, Disable Visual Editor when writing, das heißt, ich sehe die zwei Laschen am Editor, also im klassischen Editor gar nicht, sondern ich sehe einfach immer den Texteditor, wo ich HTML eingebe. Gerade für Entwickler, die dem visuellen Editor nicht trauen, eine wunderbare Sache. Stellen wir uns jetzt aber kurz nochmal vor, wie die Code-Editoren aussehen und überlegen jetzt, was passiert, wenn jemand diese Checkbox anhat und von einem 4.9 zu Gutenberg, also 5, WordPress 5 wechselt, ohne dass der Classic Editor, das Classic Editor Plugin oder ähnliches aktiviert ist. Dann wird aus, also standardmäßig haben wir ja immer den Classic Block und wenn diese Checkbox aktiv ist, Disable Visual Editor when Writing, dann sieht das so aus. Ja. Ja, keine Möglichkeit, daraus Blöcke zu generieren, wird mir nicht angeboten. Ich habe auch keine Toolbar, um irgendetwas zu stylen oder einen Link hinzuzufügen oder irgendwas zu zentrieren oder irgendwas. Ich sehe das. Das ist das Einzige, was ich sehe. Und ich habe keine Ahnung, was schiefgegangen ist. Ich kann nichts in Blöcke machen, obwohl ich WordPress 5 habe. Und ich verstehe nicht, was jetzt passiert ist. Bis ich auf die Idee komme, die Checkbox rauszunehmen bei Disable Visual Editor when Writing. Ob das wirklich intuitiv ist und den Leuten klar ist, wage ich zu bezweifeln. Aber selbst wenn ich so schlau bin, dass ich das Ganze schon mal gemacht habe, also ich habe schon mal in Gutenberg-Blöcke umgewandelt, warum zur Hölle brauchen wir diese Checkbox? Weil wenn ich Gutenberg-Blöcke schon habe, sieht das so aus. Wie gesagt, wir haben hier diesen speziellen HTML-Kommentar, der den Block konfiguriert. Das ist also jetzt hier ein WordPress-Block für einen Absatz, der zentriert ist. Und wie gesagt, in diesem Editor möchte ich nicht arbeiten, weil ich sehr viel kaputt machen kann. Das möchte ich eigentlich keinem User, auch vor allem keinem Anwenderlein irgendwie geben. Wohingegen ich die Variante im klassischen Editor durchaus Leuten geben konnte, wenn sie wussten, okay, HTML, da kennt sich ein bisschen mit aus, aber hier wäre mir die Gefahr, irgendwas kaputt zu machen bei den Blöcken, viel zu hoch. Ich glaube also, dass wir diese Checkbox nicht mehr brauchen, beziehungsweise dass sie inzwischen irgendwie mehr Schaden anrichtet als nützt. Genau, das ist eigentlich nur das, was ich gerade erzählt habe. So, und jetzt haben wir ja gerade die Kommentare gesehen, was mich zum nächsten Punkt bringt. Die interne WordPress-Suche ist eine Volltextsuche über den Post-Content. Der Post-Content sieht aber so aus. Viel Spaß bei allen Menschen, die irgendwann mal über einen Paragraph geschrieben haben und sich jetzt überlegen, ich suche mal den Artikel,
wo ich über den Paragraphen so und so geschrieben habe. Weil wenn Sie nach Paragraph suchen, dann finden Sie alle Beiträge und Seiten, die das Wort Paragraph enthalten. Was wahrscheinlich alle sind, weil sie einen Absatz enthalten. Ebenso spannend wird es, wenn jemand in seinem Technikblog zum Thema Image suchen möchte, weil das Image, der Imageblog heißt Image. Und die einzige Antwort der Gutenberg-Entwickler auf diese Problematik war, das war schon immer so, stimmt, aber die Problematik vorher hatten wir auch mit HTML-Tags, die im Post-Content waren. Da hieß das Image aber IMG, Paragraph war einfach ein P und das einzige nennenswerte englische Wort, das vielleicht Probleme bereiten könnte, wäre Table, was mir jetzt gerade einfällt. Alles andere sind eher Abkürzungen, die kryptischer sind und jetzt nicht problematisch. Und vor allem, wenn ich jetzt diese Blocksammlung hinzunehme, dann kommen ja immer mehr Blöcke mit immer mehr Namen, die also immer mehr diesen Namensraum quasi zumüllen und mir immer mehr meine Suche kaputt machen. Und mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Die Empfehlung des Gutenberg-Entwicklers, dann auf Elasticsearch zu wechseln, ist, glaube ich, für 99% zumindest meiner Kunden und auch mir selbst irgendwie ein bisschen zu hoch gegriffen, weil ich installiere mir jetzt nicht einen Elasticsearch-Server, nur damit ich meine Beiträge richtig suchen kann. So. Das war's schon. Ja. Seid ihr so erschrocken gewesen? Ja, ich glaube, ihr habt bestimmt eigene Erfahrungen und ich habe jetzt natürlich mehr oder weniger willkürlich ein paar Dinge rausgegriffen. Bei einigen gibt es durchaus Tickets dazu, bei manchen wie der Suche ist das schwer bis unmöglich und ja, genau, deshalb gucken wir doch mal, was wir da noch draus machen. Ralf. Deswegen gleich bei deinem ersten Thema mit dem Fallback auf das HTML, wenn ein Blog halt kaputt geht. Es ist bedingt lustig. Zum Beispiel als Beispiel der Coverblog, wenn ich den einfüge, der geht kaputt und der wird nicht mehr vernünftig erkannt im Frontend, dann wird plötzlich die Farbe, die eingestellt ist als Overlay, zu 100% als Overlay verwendet, weil das ist, wie es im Inline-CSS drinsteht. Ihr könnt zwar im Schieberegler irgendeinen Wert einstellen, aber wenn das alles nicht funktioniert, ist der Wert halt 100% und 100% schwarz auf einem Bild zeigt wenig Bild. So hatte ich mit einem Kunden, da war plötzlich die komplette Web-Startseite schwarz. Das war nicht Wikipedia. Der Kunde ruft mich morgens panisch an, die ganze Webseite ist kaputt. Und ich hoffe, oh, was ist denn hier kaputt? Also diese Fallbacks und das, was da an HTML in den Content reingeschrieben wird, ist in vielen Fällen ziemlich schlecht. Weil die Leute nicht drüber nachdenken, was passiert denn, wenn zum Beispiel das JavaScript mal nicht feuert oder irgendwas. Also da muss man auch echt aufpassen, dass so ein Blog halt auch einen guten Fallback hat, wenn mal der Blog kaputt geht oder so. Und ich weiß nicht, warum diese Blöcke, also es nie kein Mitarbeiter oder ich habe die Startseite angefasst, irgendwie abends hat sie noch funktioniert, nächsten Morgen war die Startseite kaputt und keiner weiß warum. Also ich weiß nicht, die Blöcke sind auch teilweise sehr, sehr instabil und wenn dann die Polls nicht besonders gut sind, dann hast du plötzlich kaputte Seiten und du hast keine Ahnung warum. Und wenn du eine Webseite hast mit 100 Coverblocks und sie jeden Tag dir zufällig irgendwelche Coverblöcke um die Ohren fliegen, dann hast du sehr viel Spaß. Ich gebe zu bedenken, dass ich das jetzt zusammenfassen muss. Also die Probleme, die Ralf beschreibt, ist, wenn ein Block kaputt geht, fällt er auf etwas zurück, was womöglich nicht sinnvoll ist. Wenn zum Beispiel ein Overlay existiert und der Schieberegler mit der Transparenz quasi ausfällt und wir jetzt im Default aber 100% Anzeigekraft des Overlays haben, dann wird quasi alles schwarz. Man muss sich also überlegen, warum gehen sie kaputt? Die scheinen
instabiler zu sein, wenn sie und wenn sie kaputt gehen, sind die Defaults quasi schwierig oder zu überprüfen, ob die sinnvoll sind. Sören, dann Michaela, ja? Genau. Also jetzt fragt man sich natürlich, ja, was machen wir jetzt? Wie arbeiten wir mit dem Gebieter oder was wäre jetzt der nächste Schritt? Da biete ich morgen eine Session an. Also wie kann man Fehler melden? Wie kann man Feedback geben? Was wird jetzt unternommen, damit sowas in Zukunft nicht wieder passiert? Wie kann man Funktionen vorher testen, bevor sie in den Core kommen und schon Feedback geben? Und nicht erst irgendwie jetzt Monate später tauchen die alles alle auf und jetzt haben wir es. Genau, da werde ich euch zeigen, was gibt es da für Möglichkeiten und wie kann jeder von euch auch Feedback geben und Fehler melden und vielleicht auch mithelfen, das alles zu verbessern. Ich würde mich morgen sehr schön. Sehr schön. Einmal kurz noch für das Video. Sören wird morgen eine Session dazu anbieten, wie man sich einbringen kann, dokumentieren, testen, entwickeln womöglich. Genau. Kehle? Cash? Okay. Hm. Ja, das ist tatsächlich ein sehr merkwürdiges Verhalten. Melden GitHub an dem Plugin, weil also das wäre zumindest mein erster Ort, wo ich gucken würde. Wenn das Ganze gemerged ist in den Core, dann theoretisch ja auch im Core Bug-Ticket, also Tracker, Track. Ich frage mal Sören, du weißt das besser? GitHub ist der Way to go. Auch mit den schon gemergten Sachen? Okay. Ah, okay. Das heißt, am besten Fehler melden, am besten in GitHub, da wird es zu, wenn das quasi schon gemerged ist in den Core, dann wird es von dort weitergetragen, beziehungsweise man wird dann informiert wahrscheinlich. Aber Gutenberg auf GitHub ist wahrscheinlich dann der beste Startort. Ja? Danke für den Vortrag. Da bevor du stehst, hätte ich einfach von dir gerne eine Einschätzung. Wahrscheinlich der ganze Raum einfach, also in dem ganzen Prozess mit Gutenberg, wo wir gerade sind, so verstehe das, frage ich Sie, Max, wo melde ich die hin? Ist es nicht auch so, dass wir quasi hier als Community gerade unser ein ganz neues Ökosystem kennenlernen, weil es ist Programmierung, das ist ein bisschen User-Interface, das ist aber auch all die vielen Entwickler, die gehen mit diesen Blog-Galerien um. Die Frage an dich ist, wie empfindest du das gerade so auf einer Skala von 0 bis 100%? Wo sind wir gerade als Community, das zu begreifen, was das noch mit uns machen wird? Was willst du haben? Ich, ja. Ich gebe zu bedenken, dass ich noch wie viele Minuten habe. Lass dir Zeit. Ich würde dazu eine eigene Session machen, wo wir das diskutieren können, weil, also, meine Meinungen zum Projektmanagement von Gutenberg und Entscheidungsfindung und Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind vielfältig. Und ich muss mich sehr durchringen, kein Adjektiv zu benutzen.
das womöglich nicht auf WordPress TV landen sollte. Also kann ich echt nicht kurz beantworten. Wir sind, glaube ich, noch sehr am Anfang bei diesem ganzen Prozess. Das, um diese konkrete Frage zu beantworten, wir sind noch sehr am Anfang, weil die Konsequenzen uns noch gar nicht klar sind. Da sind viele Dinge, wo wir uns noch umgucken werden. Weil, also nur so ein Gedanke mal eingeschoben, wenn wir zu einem Baukastensystem wie Jimdo werden, dann sitzen 90% Leute bald arbeitslos. Also wenn die Theme-Entwickler raus sind, weil du dein Theme selber quasi dir komplett zusammenbasteln kannst in nach Phase 2, dann brauche ich die Designer schon mal nicht mehr. Und die Entwickler brauche ich höchstens als Blog-Programmierer und nicht mehr, um irgendwelche Seiten zu bauen und so weiter. Und dann ist halt die Frage, warum machen wir das hier eigentlich alles kostenlos und enthusiastisch in dieser Community, wenn wir eigentlich gerade von unserer eigenen Führerschaft quasi gerade, und da beende ich lieber den Satz. da war noch eine Frage, hier. Ich habe jetzt zwei Kunden umgestellt, von 4.9 auf 5. Bei beiden Kunden hatte ich dann nach ein paar Tagen, also erst ging alles einmal frei, nach ein paar Tagen den Gutenberg-Editor, den Titel, nur den Titel, mit der Überschrift, die ich den Classic-Editor als Titel angegeben habe. Darunter Fehlermeldung, eine Aufforderung, ich soll JavaScript deaktivieren und dann mein Classic-Editor. An sich nicht wirklich kritisch, das funktioniert also wie immer, nur wir haben zum Teil Kunden, die haben überhaupt keine irgendwie Erfahrung mit dem Web. Wollen nur Inhalte einpflegen und dann sehen die diese ganzen Fehlermeldungen dort und fragen, was habt ihr dafür mitgebaut? Können wir selber nicht beantworten. Irgendwo ein großer Fehler, es funktioniert trotzdem alles, aber wie geht es weiter? Wie update-sicher ist das ganze System noch, was wir vor 4 Monaten neu gemacht haben? Genau, also die Anmerkung war, dass der Classic Editor nicht immer seinen Job richtig macht und dann womöglich doch Gutenberg angezeigt wird. Selbst wenn es dann funktioniert, gibt es da Probleme, beziehungsweise Kunden beschweren sich natürlich über so ein Aussehen. Ja, klar, da wird natürlich immer weniger Rücksicht auch drauf genommen und vor allem, es gibt bestimmt Spezialfälle, die nicht abgedeckt sind. Also was ich auch an, also ich weiß nicht, ob jetzt nicht vielleicht auch als Theme-Entwickler oder Plugin-Entwickler da Fehler gemacht wurden, die für so etwas dann sorgen können, die jetzt gar nichts mit Gutenberg selbst zu tun haben oder dem Classic-Editor, sondern das sind dann einfach, wie sie immer und überall auftreten können, Plugin-Konflikte, die so etwas dann womöglich auslösen. Aber es ist natürlich klar, je komplexer ein System wird, desto eher kann so etwas passieren und es ist natürlich unschön, insbesondere wenn es bei so einer wichtigen Komponente wie dem Editor passiert. Sven? Zu der Sache, Plugins selber zu programmieren, das ist halt so, in Zukunft fallen da halt gewisse Teile weg. Also zum Beispiel der Shortcode, den setze ich mir gegen, Widgets sollen auch dann mit Gutenberg ersetzt werden und so weiter. Wenn ich dann in Zukunft noch irgendwas großartig programmieren und gestalten will, muss ich Gutenberg dann darstellen. Früher haben mir ein paar Zeilen Quellcode gereicht und ich hatte Plugins. Zweitens hat man das im Kommentarbereich in so einem Eingangs-PHP-Tag. Jetzt muss ich lernen, halt eben, wie funktioniert React, was muss ich auf meinem Computer noch zusätzlich installieren, damit ich das testen kann. Jetzt muss ich halt eben die ganzen die Komponenten halt eben noch zusätzlich programmieren. Da kommt so viel zusammen, wo man früher einen Einstieg in WordPress-Faktor in die Plugin-Entwicklung, da wird das jetzt so derart kompliziert gemacht, dass ich glaube, das echt ein Problem ist für WordPress, da WordPress eigentlich davon lebt. Das ist einfach. Absolut, genau. Also Sven sagt zu Recht, WordPress war immer bekannt dafür, eine sehr leichte Einstiegshürde zu haben. Wir kommen sehr schnell zu einem eigenen Plugin. Da reichten eigentlich nur ein paar Kommentarzeilen und ein Filter zum Beispiel, der da genutzt wird. Das ist also in wenigen Zeilen ein Plugin, das aber durchaus eine sinnvolle Funktion haben kann. Wenn man aber diese einfachen Komponenten, Widgets, Shortcodes und so uns wegnimmt und am Ende quasi nur noch Gutenberg übrig bleibt, wird die Hürde für eine Plugin-Entwicklung natürlich enorm, weil wir jetzt diese ganzen in Gutenberg genutzten Komponenten wie React, Webpack und dergleichen beherrschen müssen, um eben dann Gutenberg-Blöcke zu bauen. Und ich glaube auch, dass diese
Plugins wie Create Gutenblock und BlockLab und so, mit denen man sowas umgehen kann, auch nur Krücken sind, weil sie halt nicht annähernd die Möglichkeiten eines nativen Blocks haben. Aber das wird noch spannend, was das bewirkt, dass man die Plugin-Entwickler so ausdünnt und was das mit der Community macht. Noch mehr Anmerkungen? Ja. Ich stelle mir die Frage, ob Gutenberg überhaupt für die meisten Nutzer ein Bedarf deckt. Weil ja, also Visual Editors sind für mich populär und dann kann man ganz schnell was zusammenklicken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute dann doch die Fähigkeit haben, wenn man ihnen ein einfaches individuelles Backend zusammenstellt, das ja nur auch möglich ist, durch andere Wege als Gutenberg, dass sie dann etwas abstrahieren können von einer Oberfläche, die ungefähr so aussieht wie die Seite. Und die haben so ein Ja, berechtigte Frage, schwierig bloß zu beantworten. Also wir haben den Bereich, wo man so eine grundsätzliche Frage stellen kann, leider schon sehr lange hinter uns gelassen. Das sind, glaube ich, jetzt eher theoretische Überlegungen. Ja, klar, kann man machen, wäre sicherlich auch sinnvoll, hat man sich anders für entschieden. Also so bitter das jetzt klingt, aber ich kann gerade keine andere Antwort geben. Ja, man kann sich super Backends zusammenbauen, die wahrscheinlich sogar deutlich einfacher zu benutzen sind als Gutenberg. Gerade weil man eben diese What you see is what you get, was ja auch nie so richtig stimmt, eben dann weglässt und eben lieber mit vernünftigen Erklärtexten oder Erklärvideos, die begleitend sind, irgendwie dem User diese Dinge erläutert. Also gibt es ja diverse Ideen zum Thema Onboarding bei komplizierteren Themes oder Plugins, wo sowas auch gut genutzt wurde und auch, glaube ich, gut funktioniert hat. Sie haben sich für diesen Weg entschieden. Das ist ja so ein bisschen die Idee des Customizers eben noch weiter gedacht, noch mehr auf das Frontend bezogen. Ja, da sind wir, wie gesagt, schon lange dran vorbeigezogen, da was zu diskutieren. Maja. Ich habe keine Antwort darauf. Ich habe durchaus ein paar Kunden, die den Gutenberg sehr gerne nutzen und das auch besser finden, wie sie jetzt ihre Sachen gestalten können, dass sie halt nicht einen Page-Builder verwenden müssen. Für mich das größte Problem ist natürlich Barrierefreiheit. Ich finde, es kann einfach nicht sein, dass wir ein Core-Feature publishen mit dem Slogan eigentlich Democrating Publishing. Und damit aber Leute ganz bewusst auch ausschließen, weil Barrierefreiheitsprobleme einfach sehr bekannt waren. Und wir uns einfach gezwungen sind, als Accessibility-Team das Problem ist, Gutenberg ist da, wir müssen es damit anfreunden, weil es geht kein Weg zurück, aber ich finde es halt auch sehr problematisch. Absolut, genau. Das Thema Barrierefreiheit ist großes Problem, dass eben nicht komplett zu Ende gedacht wurde, dass sie eigentlich das Team die Warnung ausgegeben hat, das erstmal noch nicht abzudaten. Obwohl eigentlich WordPress ja für den Core die Devise ausgegeben hat, dass alles, was eben an Code kommt, barrierefrei sein soll, sein muss, dass eben in diesem Fall für Gutenberg nicht
nicht galt und ja, großes Problem. Und gerade für staatliche Stellen, wo das eben rechtlich vorgesehen ist, nicht nur für den Endanwender, Besucher, sondern eben auch für die Nutzer. Genau. Bernhard, du hattest doch. Da gibt es halt schon Ansätze, wo man sagt, wenn man da einen Blog baut, kann ich halt irgendwie Shortcuts und Substituten, die der Nutzer erstmal erklärt bekommen muss, da kann es schon besser sein für die Usability, wenn jemand bedingt dynamische Inhalte bauen muss. Statt jetzt zu sagen, ich installiere da jetzt irgendeine riesen Page, wo dann tausend Sachen machen kann, die aber gar nicht haben soll. Also es gibt schon Ansätze, wo man sagt, der kann besser sein für den, der Content erstellt. Es ist halt nicht immer so. Aber es gibt schon Ansätze, wo man sagt, Definitiv. Also Gutenberg hat sicherlich seine Daseinsberechtigung, inwieweit das dann gegen andere Page-Builder sich behaupten kann. Und das wird die Zukunft zeigen. Würde diese Fehler ja auch nicht finden, wenn ich das nicht benutzen würde. Also ich nutze das bei vielen Projekten und es sind eher so die kleinen Nickeligkeiten, die mich ärgern. Es gibt sicherlich auch von der Grobstruktur konzeptuelle Probleme, die andere Menschen diskutieren können, also was da, wie Dinge gespeichert werden und so. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Genau, aber momentan ist es so, wir haben ihn und gucken wir, was wir daraus machen. Wir müssen leider zum Ende kommen. Vielen Dank für euer Feedback und viel Spaß noch beim Camp.